Habt ihr euch auch schon mal gefragt, ob es sich lohnt, Fußball-Trikot-Mystery-Boxen zu kaufen? Wenn ja, seid ihr nicht die Einzigen, denn ich habe mich auch schon lange gefragt, ob sich solche Mystery-Boxen lohnen. Schließlich kosten die Boxen in der Regel um die 50 Euro. Wenn man das mal mit den aktuellen Trikotpreisen vergleicht, findest du eigentlich kein Trikot mehr für unter 100 Euro. Außerdem sieht man auf Social Media zahlreiche Influencer, die genau solche Mystery-Boxen aufmachen. Und in der Regel sind dort natürlich nur gute Trikots drin. Nur ist halt das Problem, dass die Influencer sich natürlich nicht selber diese Mystery-Boxen holen, sondern sie vom Anbieter zugeschickt bekommen. Und da kann man sich natürlich denken, dass der Anbieter da bessere Trikots reinlegt, um natürlich bessere Werbung für seinen Shop zu haben. Ist ja klar. Die Meinung von bezahlten Influencern ist also leider echt nicht viel wert. Und genau deswegen dachte ich mir, komm, bestelle ich einfach mal bei 5 verschiedenen Anbietern jeweils eine Mystery-Box. Die wissen davon natürlich nicht Bescheid. Das heißt, die behandeln mich wie jeden anderen Kunden. Und wir packen gleich alle 5 Mystery-Boxen aus und schauen mal, ob wir wirklich gute Trikots bekommen oder ob da die größte Arschritze drin ist. Ich habe den ersten Anbieter rausgesucht. Ich werde hier übrigens keinen Namen nennen, denn ich möchte niemanden schlechter oder besser darstellen lassen, als er ist. Und unser erster Anbieter bietet eine klassische Mystery-Box für 40 Euro an, in der Trikots von der Saison 23-24, 22-23 oder 21-22 drin sein können. Und wir sehen hier auf den Bildern, es wird schon mit besseren Trikots geworben, teilweise aber nicht den krassesten Mannschaften. Hier haben wir nochmal ein zweites Bild mit Manchester City, AC Milan und Genua ist es, glaube ich. Bestätigt also unsere Erwartung vom ersten Bild, dass wir hier auf jeden Fall einen erstklassigen Verein bekommen, der aber nicht unbedingt der beste Verein sein muss. Dann würde ich sagen, versuchen wir mal unser Glück, bestellen das Trikot, was uns jetzt insgesamt 47 Euro kostet, und dann schauen wir mal, ob wir hier wirklich erstklassige Trikots bekommen oder Arschritze aus Bangladesch. Freunde, das Trikot ist extrem schnell angekommen, nach 2 oder 3 Tagen. Box ist offen, wir packen das Ding aus und bitte, dein Mystery-Shirt ist von SV Austria Salzburg? Digga, meinen die das ernst? Digga! Also das Trikot an sich sieht ganz okay aus. Aber Bruder, Regionalliga Westösterreich? Aber okay, es kostet halt auch nur 45 Euro, von daher kann man auch nicht so viel erwarten. Anbieter Nummer 1 war in meinen Augen schon echt enttäuschend. Also das Trikot an sich sieht jetzt hier vom Muster echt nicht schlecht aus. Nur ist halt das Ding, du erwartest hier schon einen echt guten Verein und bekommst dann einfach einen Regionalligisten aus Österreich. Ich habe zwar jetzt mitbekommen, dass es wohl ein Traditionsverein sein soll und kein kleiner Club in Österreich, aber man erwartet trotzdem irgendwie mehr, oder findet ihr nicht? Deswegen hoffe ich mal, dass wir beim zweiten Anbieter mehr Glück haben werden. Unser zweiter Anbieter ist auch wie unser erster Anbieter wieder einer aus den Niederlanden. Hier kostet eine Mystery Box zwischen 25 und 40 Euro. Ich habe gerade mal geschaut, wenn ich hier Größe L und Herren nehme, kostet das Trikot 40 Euro. An Bildern haben wir hier leider gar nichts. Es gibt aber extra eine Seite, wo man sehen kann, aus welcher Liga dein Trikot sein kann. Und ich bin hier gerade mal kurz durchgescrollt. Hier kann wirklich alles drin sein. Von der ersten spanischen Liga bis zur mexikanischen Liga, rüber bis zur Liga Premier. Ich habe gar keine Ahnung, welches Land das ist, ist hier wirklich alles dabei. Der eine feiert es wahrscheinlich, dass man hier alles bekommen kann, der andere nicht. Ich persönlich habe jetzt eher weniger Bock auf irgendeinen Verein, den man gar nicht kennt. Aber egal, wir bestellen das Trikot trotzdem und können hier sogar eintragen, ich möchte kein Trikot vom folgenden Verein, von den folgenden Ligen haben. Da tragen wir natürlich einmal ganz entspannt RB Leipzig ein. Das Trikot ist im Warenkorb und kostet uns hier einfach mit Versand jetzt doch 50 Euro. Also fast so viel wie das erste Trikot und hier kann man wirklich alles bekommen. Naja, hoffen wir mal, dass es kein Trikot aus Timbuktu sein wird. 3 Tage später ist unser Paket angekommen. Wir machen die Box auf und hoffen natürlich, dass wir eine gute Liga bekommen. Und selbst wenn es keine gute Liga ist, soll es zumindest ganz gut aussehen. Also, wir machen die Box auf. Es sieht so aus, als würden wir keinen Zettel oder so bekommen, wo jetzt drauf steht, welcher Verein da drauf ist. Nur hier seht ihr nochmal die ganzen Ligen, die drin sein können. Dann packen wir das Trikot eben selbst aus und schauen, ob wir den Verein kennen oder nicht. Das Wappen sagt mir nichts. Ich kenne den Verein auf jeden Fall nicht. Ach, das ist, glaube ich, ist das dieser Colo-Colo-Verein? Zamalek Away. Zamalek? AL Zamalek, 3. Platz, ägyptische Premier League. Also vom Design sieht es ganz gut aus, aber ägyptische Liga? Jungs, was soll ich sagen? Also vom Design her sieht es echt nicht verkehrt aus. Ne? Hier mit diesem Indianer hat schon ein bisschen was, aber das ist schon wieder ägyptische Liga. Ich weiß nicht. Ich persönlich habe keinen Bock auf ägyptische Liga. Ich möchte die Banger-Teams haben und auch die Banger-Trikots von den Banger-Teams. Vielleicht habe ich auch zu hohe Erwartungen, weil
ich habe ja auch einen eigenen Mystery-Trikot-Shop und da haben wir halt nur Banger-Trikots drin. Dazu sage ich dann aber nochmal was, wenn wir alle Trikots durch haben. Wir gehen zu Anbieter Nummer 3 rüber und hoffen, dass wir endlich mal einen W-Pull bekommen. Anbieter Nummer 3, wer hätte es gedacht, ist mal wieder ein Anbieter aus den Niederlanden. Keine Sorge, es kommen noch deutsche Anbieter. Hier kostet die Mystery Box 55 Euro. Bisher also auf jeden Fall die teuerste Mystery Box. Hier wird aber auch wieder mit sehr guten Trikots geworben. Wir haben hier auf dem ersten Bild ein Porto-Trikot, Inter Mailand, Real Madrid, drei Top-Clubs. Und dann hier ganz oben nochmal einen Venezia, ist anscheinend ein italienischer Club, sieht aber geil aus, das Trikot. Und unten rechts haben wir, glaube ich, nochmal einen italienischen Verein, wo das Trikot aber auch wieder echt geil aussieht. Das zweite Bild auf der Seite bestätigt eigentlich nur das erste Bild. Wir haben hier Manchester City, Real Betis, oben rechts Manchester United. Wir haben aber auch Young Boys Bern, Orlando Pirates rechts, wo das Trikot aber wieder geil aussieht. Größtenteils echt Top-Clubs und wenn es mal kein Top-Club ist, dann sieht das Trikot echt fresh aus. Wir bestellen das Trikot für jetzt insgesamt fast 60 Euro und hoffen auf unseren ersten dicken Pullman. Reicht doch langsam. Versand war wie bei den anderen beiden auch sehr schnell. Hat, glaube ich, 3 oder 4 Tage gedauert. Wir schnacken nicht lange rum und öffnen einmal unsere Mystery Box. Da haben wir das gute Teil. Wir haben hier erstmal jede Menge Zettel und unser Trikot. Schwarz-Blau kommt mir jetzt nicht wirklich bekannt vor. Deswegen bin ich gerade umso gespannter, was das sein soll. Oder Kerala Blasters? Also jetzt nur Design bewertet. Hat das was? Definitiv. Dieses Schwarz-Blau, das matcht schon gut. Von hinten ganz clean schwarz, ist okay. Aber Jungs, was ist das schon wieder für ein Verein? Das Trikot hat immerhin 60 Euro gekostet. Kerala Blasters. Indische Liga? Na, man. Die haben mir eiskalt eine indische Mannschaft reingedrückt. Also solche Bilder auf der Seite zu haben und mir dann ein indisches Trikot reinzulegen, das ist crazy. Also so langsam werde ich sauer. Was soll die Scheiße, Bro? Das ist ein Verein aus Indien. Es sieht jetzt nicht schlecht aus, aber Digga, die werben die ganze Zeit mit so großen Vereinen und wenn es mal kein großer Verein ist, dann ist es wenigstens ein Verein, den man kennt und nicht hier irgendwas aus der indischen Liga. Ausbeute bisher. 3 Boxen bestellt, über 150 Euro ausgegeben und 3 nicht wirklich gute Trikots bekommen. An der Stelle abonniert bitte den Kanal, lasst einen Daumen nach oben da und schreibt irgendwas in die Kommentare. Bei nee, wartet mit den Kommentaren. Ich verlos noch am Ende was. Davor geht's aber rüber zum vierten Anbieter und das ist endlich mal ein deutscher Anbieter. Wir haben hier auf der Seite eine Mystery Box, die echt teuer ist. 65 Euro. Also das geht schon langsam in Richtung Neupreis von den Trikots. Aber wenn da ein krasser Verein drin ist, beschwere ich mich nicht. Auf den Bildern wird geworben mit größtenteils echt guten Vereinen. Wir haben hier, ich würde sagen, 2 Drittel wirklich Top-Top-Clubs und 1 Drittel sind Trikots, die vielleicht nicht von den größten Vereinen sind, aber zumindest ganz cool aussehen. Wobei man solche Trikots für 65 Euro vielleicht nicht unbedingt haben möchte. Naja, wir zahlen jetzt hier die 70 Euro, die schon gut reinknallen und versuchen mal unser Glück. So, da ist das gute Teil. Verpackung, muss man Props geben, sieht geil aus. Machen das Teil auf und ich bin echt gespannt, ob wir heute endlich mal ein W haben werden. Blaues Trikot von Olympique Marseille. Muss mal ganz kurz abchecken, wie das aussieht. Verein ist auf jeden Fall schon mal nicht verkehrt. Aussehen ist auch nicht verkehrt. Ich habe gerade mal nachgeschaut. Das ist das Auswärtstrikot der letzten Saison. All in all, cooles Trikot. 65 Euro, aber ein bisschen teuer, finde ich. An sich in meinen Augen definitiv ein W-Pull. Das Problem ist aber, das hat jetzt insgesamt 70 Euro gekostet. Und für 70 Euro kannst du dir halt auch direkt deine Lieblingsmannschaft aussuchen. Bevor wir hier aber komplett urteilen, gehen wir nochmal rüber zum letzten Anbieter. Unser letzter Anbieter hat eine Trikot-Mystery-Box für 40 Euro drin. Auf den Bildern können wir sehen, wir haben hier oben ein Juve-Trikot, wir haben hier ein Kamerun-Trikot, das müsste, glaube ich, Rangers sein und ganz rechts ist Aston Villa. Auf dem zweiten Bild sieht man nochmal das Juve-Trikot, dann ist hier nochmal ein Deutschland-Trikot. Es wird hier schon mit großen Vereinen geworben, aber es wird auch gezeigt, dass man vielleicht auch nur so einen mittelklassigen Verein bekommen kann. Finde ich fair und habe deswegen das Trikot für 40 Euro bestellt. Eigentlich sollte jetzt an diese Stelle der Clip kommen, in der ich die Mystery-Box auspacke und euch zeige, welches Trikot da drin war. Das Problem ist, es ist nach über einer Woche immer noch nichts angekommen. Ich habe eine E-Mail erhalten, dass das Paket direkt einen Tag nach meiner Bestellung schon verschickt wurde. Deswegen habe ich mal per Mail nachgefragt, was
was denn da los ist und ob die vielleicht eine Sendungsnummer für mich haben. Eine Sendungsnummer hatten die leider nicht. Die meinten, ich soll einfach noch ein bisschen warten. Das Ganze werde ich auf jeden Fall noch machen. Sollte die Mystery Box hoffentlich jetzt im Laufe der nächsten Woche ankommen, werde ich die wie alle anderen Boxen auch auspacken und das Trikot, was da drin ist, an einen von euch verlosen. Schreibt dafür einfach einen Kommentar unter dieses Video, wie ihr dieses Video fandet. Und wenn es da ist, werde ich mir dann einen Gewinner raussuchen. Kommen wir zum Fazit. Lohnen sich Fußball-Trikot-Mystery-Boxen? Und die Antwort ist, es kommt drauf an. Wenn ihr jemand seid, der Bock hat auf ein exotisches Trikot von einem Verein, den vielleicht nicht viele kennen, wo das Trikot aber an sich ganz gut aussieht, dann kann man sich definitiv eine Mystery Box holen. Ich würde aber nicht wirklich mehr als 40 Euro dafür bezahlen. Wer hingegen Bock hat auf wirklich geile Trikots, der kann sich eine Mystery Box holen, muss aber wirklich bei den Anbietern echt gut auswählen. Ich habe ja bereits am Anfang erwähnt, dass ich selber auch einen Trikotshop habe, wo wir Mystery Boxen anbieten. Und ich habe hier einfach mal eine Auswahl mitgebracht. Da findet ihr in der billigsten, in der Base Mystery Box, Trikots wie zum Beispiel das Deutschland-Trikot aus 2014, ein freshes Menu-Trikot aus 2015 oder auch ein Trikot vom PSG aus dem Jahr 2017. Ihr merkt, wir packen wirklich nur große Vereine in die Mystery-Boxen, denn ihr habt es gesehen, ich habe ja verschiedene Anbieter getestet und ich bin halt Typ 2. Ich mag nicht so kleine Vereine, sondern ich will wirklich die großen Vereine haben. Und wenn ihr auch jemand seid, der wirklich nur die großen Vereine haben möchte, dann schaut einfach mal in die Beschreibung. Da ist der Link zum Shop. Um 18 Uhr geht der ganze Lachs online. Das ist mittlerweile unser vierter Job. Die ersten drei waren direkt alle ausverkauft. Von daher, falls ihr das Video seht, bei Eilt euch, bevor alles ausverkauft ist.